alleine? Hä? Der ist sogar halb tot. Was ist denn das? Hä? Ja, was soll ich machen? Nee, kann ja gar nichts machen. Hä? Kann Rambok machen, ja toll. Nee, warte mal, ich lass den mal rankommen. Nicht, dass der dann danach schon dran ist. Er kann weit genug laufen, toll. Ja, ich habe jetzt noch einen. Ey, ist es jetzt einfach so die Situation, wo er stirbt? Ivar windet sich in Agonie, nachdem Brüller ihm den Arm abgeschlagen hat. Der Sünder hebt die Waffe zum tödlichen Streich. Was ist der Name für die Wüter bei denen? Sünder, komm zu mir, schreit Eivind unsicher, tritt zurück auf die Brücke und hebt den Stab. Sogar von hier aus siehst du, wie ihm der Arm zittert. Du beobachtest die Vorgänge wie angefroren. Sprengt die Brücke jetzt, ne? Ach nee. Eivind fährt entsetzt vor der riesigen Schlange zurück, die in einiger Entfernung auftaucht. Ist sogar Brüller weicht zurück. Sie lehnt sich herüber, um die beiden Armeen in Augenschein zu nehmen, züngelt und schlängelt sich dann über die Berge außer Sicht. Die Hüter sind völlig konfus. Einige ducken sich, andere scheinen sie anzubeten. Hakon ruft Befehle über den Lärm. Die Wahl stürzen sich auf die überraschten Hüter und machen Bodengut. Brüller hat sich in die Horde zurückgezogen. Jorun Dürr steht oben auf der Treppe und sieht zu. Schnell, sagt Eivind, der plötzlich an deinem Arm zieht und deinen Bann löst. Du stürzt zu Ivar. Er liegt mitten im Kampfgewühl auf dem Boden. Atmet noch, obwohl ihm ein Arm fehlt. Ziehst ihn in die Stadt zurück. Das war so gedacht, ne, dass der da das nicht schafft. Meinst du, du kannst? Ja, wahrscheinlich. Gib ihm Ruhe. Kann er den Arm wieder ranmachen? Das wäre gut. Fast 3 Stunden vergehen in Stille, während Eivind tut, was er kann. Allmählich sind Ivars zerschmetterte Überreste wieder von Fleisch bedeckt. Zerschmetterte Überreste? Der Arm? Das ist alles, was ich tun kann. Er müsste es schaffen. Dank. Der Magier sieht erschöpft aus. Er lehnt sich schwer gegen das Bett. Wann hast du zuletzt geschlafen? Vor ein paar Tagen. Geht schon. Ich muss mich nur mal setzen. Aber ehe du eingreifen kannst, bricht der Magier zusammen. Kapitel 5. Ah, krass. Oh. Eximik. Da ist ja die Frau, wo wir dachten, die ist tot. Dein Blick verschwimmt wie unter Wasser. Erinnerungen fliegen davon wie erschrockene Vögel, ehe du sie ergreifen kannst. Okay. Mit großer Anstrengung erinnerst du dich. Du bist Juno. Außerdem wird dir klar, dass gerade jetzt eine riesengroße Schlange zu dir spricht. Zuletzt warst du sicher, dass du starbst. Jetzt bist du sicher, dass es wieder geschehen wird. Ja? Ja. Abgewehrt. Was will die Schlange denn? Frustrierend. Die heißt einfach nur Schlange. Du hast Schwierigkeiten, die Schlange zu verstehen. Sie spricht in einer Sprache, die uralte Erinnerungen an vor Ewigkeiten gelernte Vokabeln weckt. Was ist die uralt? Wenn du nicht stirbst, müssen wir wohl stattdessen reden. Wer bist du? Ich weiß nicht. Mein Name ist Juno. Das ist er. Du bist eine Juno? Das sagt mir nichts. Vielleicht habe ich die falsche Frage gestellt. Was bist du? Was hast du vor? Ich bin eine Magierin. Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, ich bin eine Magierin. Weiß aber nicht. Magierin? Ah, Valka. Jetzt verstehe ich. Kennst du mich nicht, Valka? Deine Erinnerung ist zwar noch schemenhaft, aber du bist sicher, dass du nichts von einer riesigen Schlange weißt. Was sagt eure Prophezeiung denn? Die Götter haben euch Prophezeiung gegeben. Schicksal. Bestimmung. Kommt denn kein Kind, um mich mit einem magischen Schwert zu erschlagen? Weissagt kein Sternbild diese Katastrophe? Weißt du das wirklich nicht? Die Götter sind tot. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich werde... habe ich auch gehört. Tot? Wie das? Bist du eine Göttin? Die Götter sind still und vor mir steht eine, die nicht weiß, was sie getan haben. Hör genau zu. Ich werde dir etwas prophezeien. Einfach so. Ich bin das Ende, verstehst du? Diese Welt und alles darin wird von mir verschlungen. Das ist mein Zweck. Ah, aber ich vermag es nicht. Oh.
Er ist ja schlecht. Das ist eine Prophezeiung. Oh, ich schaff's nicht. Stattdessen wird eure armselige Welt nun von einer Wand der Schwärze erschlagen. Wand der Schwärze? Hüter? Wüter? Steinmänner, die über eine lange Brücke marschieren? Nee, Finsternis. Das Weiße vom Ei, das schwarz geworden ist. Ist jetzt denn ewige Nacht? Ja, stimmt, ist ja dunkel, ne? Vorher war doch immer Sonne, jetzt ist immer Nacht. Ich bin geschaffen, um die Welt zu verschlingen, nicht um tatenlos mit anzusehen, wie die Finsternis alles erobert. Ich bin unvollständig. Ein Wurm, der durch ein Dungfeld kriecht. Wegen dir. Wer bist du, dass du mein Schicksal bestimmst? Was bist du? Gib mir zurück, was mir gehört. Was? Hä? Man kapiert ja gar nichts. Ja, geht immer noch nicht. Avent. Juno, du lebst? Oh, die können miteinander reden. Wieso? Wo bist du? Moment, wo bin ich? Du schläfst nämlich an. Oder bist bewusstlos. Ich bin in Grathorn, glaube ich. War das nicht die Stadt, die brennt? Eine Schlange hat versucht, mich zu töten. Jetzt rede ich mit dir. Ja, die Sprünge sind cool. Die Zeit verhält sich merkwürdig. Ich kann mich an vieles nicht erinnern. Aber dich habe ich gefunden, jedenfalls kurz. Die Schlange hat etwas von einer großen Brücke gesagt. Da habe ich geraten. Sie hat dich verfolgt? Wir haben sie in einer Torf gesehen. Bist du in Ordnung? Sie hat versucht, mich in Asche zu verwandeln, nachdem wir gesprochen haben. Ich wäre überrascht, wenn wir sie zum letzten Mal gesehen hätten. Sie könnte das Land zerreißen oder Städte zermalmen, wenn sie wollte. Was machen wir? Es wird schlimmer. Eine Prophezeiung der Götter, von der ich nie gehört habe. Gibt noch Prophezeiungen? Sie war unbestimmt. Anscheinend sollte die Schlange die ganze Welt verschlucken. Stattdessen kommt eine Art Finsternis. Hat nichts aus dem Norden. Sie verschlingt, was immer sie berührt. Das würde erklären, warum die Wüter über uns herfallen. Es hätte ihnen jemand den Ameisen... Ah. Avent, bist du gefahr? Das kann man wohl sagen. Brulla ist hier. Hat das einen Namen? Ich dachte, das ist so eine Klasse von denen. Die Wahl halten ihn zurück, aber ich glaube nicht mehr lange. Warum muss es von allen Sundr der Unsterbliche sein? Oh. Brulla, das ist das größte Unglück. Ich würde dich bitten, zu mir zu kommen, aber wir müssen es auf die schmerzhafte Art machen. Was? Hör mir zu, ich kehre nach Strand zurück und finde eine Passage, den roten Fluss hinunter. Ihr müsst Einertorf verlassen und mich in Singerholm treffen. Juno, wir schaffen es nie bis Ringerholm. Brulla ist drauf und dran, uns zu überwältigen. Die Wahl hören auf nichts, was ich finde eine Möglichkeit. Tu, was immer du tun musst. Werde erst in Singerholm wieder Kontakt mit dir aufnehmen können. Geh. Ja, liebe dich. Oh! Okay, du hast viel Zeit mit ihm verbracht, seit er bewusstlos ist. Ich behalte ihn nur im Auge. Er ist nicht, wie du denkst, Vater. Er hat Ivar gerettet. Er könnte auch den Rest von uns retten. Kann er uns hören? Er hat sich eben bewegt. wie lange? Ah, jetzt steht er direkt. Du warst ein paar Tage bewusst. Oh, ein paar Tage. Sind alle wieder gesund? Juno, sie lebt noch. Ich muss ihn in Singerholm treffen. Nein, nicht so schnell. Wer ist Juno? Sie war eine meine Mentorin im Magierrat. Sie hat Kontakt mit mir aufgenommen. Wie denn? Sie ist nicht wie die meisten Magier. Was ist passiert, als ich bewusstlos war? Die Wahl hatten... Mit Mühe die Wüter zurück. Brulla ist verschwunden. Ivar ist noch bewusstlos. Jorndor hat Hakon, Ludin und ein paar hundert Wahlen nach Aberan geschickt. Ich weiß nicht, wie lange wir hier durchhalten können. Was ist denn diese Stadt? Ist die weiter im Süden? Ich brauche deine Hilfe. Bring mich nach Singerholm. Juno wird uns dort treffen. Singerholm, das ist mindestens eine Woche weit weg. Und Einertorf sollen wir einfach verlassen? Vielleicht. Oder nein. Ich könnte diese gottverlassene Brücke auch selbst zerstören. Das würde die unmittelbare Bedrohung etwas aufhalten. Aber Jorndor ist damit auf keinen Fall einverstanden. Ja. Bitte erklär mir ein paar Dinge. Warum zerstört der Wahlkönig die Brücke nicht? Ja, warum? Das verstehe ich auch nicht ganz. Als ich zuletzt erwähnte, hat er keinen Zweifel an sich, Absichten. Okay, ja. Er würde eher die Stadt und den Rest der Welt einreißen als die verdammte Brücke. Ja, fragen wir mal. Nicht alleine, ich könnte sie sprengen, aber die Brücke würde nicht zum Einsturz gebracht. Es würde Zeit und Konzentration erfordern. Darum brauche ich Hilfe. Und Wahl werden versuchen, mich aufzuhalten. Dann hätte ich es mit der Brücke und den Wahl zu tun. Was? Ja. Ich kann ihn nicht aufhalten, aber ich glaube, Juno kann es. Warum müssen wir gehen? Wir könnten einfach aufbrechen. Wahl sterben lassen, damit wir einen Vorsprung haben? Ist auch nicht meine erste Wahl, aber alleine getan. Was ist eigentlich los? Diese Schlange? Sieh mal. Ich weiß, es ist kompliziert. Wie gut kennt ihr euch mit der Geschichte aus? Ich komme aus einem kleinen Dorf in den Wäldern.
Wir, ja. Ich fasse mich kurz. Du weißt, wie Menschen und Wahl geschaffen wurden. Von der Webmutter und anderen Göttern. Im ersten großen Krieg hassten die Armeen von Menschen und Wahl einander. Sie fochten erbittert um Land und Macht. Dann schufen die Götter die Wüter. Und diese waren eine solche Bedrohung für beide Völker, dass Wahl und Menschen ihre Differenzen beilegen mussten, wenn sie nicht ausgelöscht werden wollten. So geschah es. Sie werden in den Krieg, trieben die Wüter aus dem Norden und schmieden ein Bündnis, das seither Bestand hat. Zweiter großer Krieg brach Generationen später aus. Die Wüter sammelten ihre Kräfte, besiegten die Wahl, die die Grenzen bewachten, und verheerten arglose Ansiedlungen in aller Welt. Wurden von Sundr angeführt. Achso, mächtige Kriegsfürsten und Webern wie Brüller. Er war im Zweiten Großen Krieg dort. Ah, okay, das sind die Anführer von denen. Menschheit war darauf und dran, ausgelöscht zu werden, als der innere Kreis des Magierrates sich aufmachte und die Sundr-Wüter endlich tief unter die Erde trieb. Ah. Seitdem haben die Wüter kaum versucht, zurückzukehren. Magier wurden Valka genannt. Juno war selbst nicht dabei, aber sie am Stand ihrer Linie. Dann hat ein weiterer großer Krieg begonnen. Wenn ich nicht denken würde, dass die Welt endet, wäre es unglaublich. Vor unseren Augen spielt sich Geschichte ab. Und die Schlange? Ja. Die ist eine andere Sache. In der Bibliothek der Magier gibt es nichts über sie. Du musst was damit zu tun haben, dass die Wüter zurückkehren. Das scheint naheliegend. Ja. Okay, ja. Denk schnell. Muss eine Möglichkeit geben. Ich kann nicht fassen, dass die Wahl so stur sind. Sprich selbst mit Jörndr. Er ist in der großen Halle. Vielleicht hast du mehr Glück. Vielleicht steckt er aber auch deinen Kopf auf einen Spieß. Rook, es tut mir leid, soll das deine Schulden abzuladen, aber ich habe hier auch nicht viele Freunde. Bitte entscheide dich schnell. So, wir können so wieder nicht bleiben. Wir müssen zurück nach Singerhorn schaffen. Juno wird das wissen, was wird. Okay, ja. Ja, das ist ja... So, wir können in den Markt gehen, wir können auch die Heroes angucken. Endlich mal ein... Destroy Bridge. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Aber wir brauchen denn auch Essen, ne? Hier können wir nichts kaufen, weil das ist doof. Nehmen einfach mal so viel mit. Versorgung für... Aber 5 Tage, das ist so wenig. Bestätigen, nehme ich einfach mal. Dann könnten wir einen aufwerten. Ich gucke mir jetzt mal die Hotlife an. Weil die war ja gerade richtig gut. Die ganzen Riesen sind weg. Ach nee. Ja. 2 sind raus. Fasold ist raus und... So, ansehen. Die hat 7 Leute gemacht. Das ist richtig verrückt. Ich brauche auf jeden Fall auch mehr Rüstung, denn. Aber gut, naja, gehen wir erstmal in die große Halle und fragen mal beim König nach, was jetzt Sache ist. Aber wir können auch so leaven. Du wirst tun, was ich sage. Ich bin nicht hier, um zu streiten. Ich teile dir mit, was wir mittlerweile täglich zu Dutzenden sterben. Achso, das wäre okay, ja. Die Besten hast du mit Harkon weggeschickt. Was erwartest du, wie lange wir durchhalten? Du wolltest dieses Kommando haben, Fasold. Lass sie nicht über die Brücke kommen. Fasold geht gerade, als du kommst. Nicht gerade der ideale Augenblick, denkst du. Ja, das kann sein. Danke für die Audienz. Ich habe deinen Namen vergessen. Rook. Rook, wie geht's Ingvar? Wird er überleben? Ich glaube schon. Wenn ich Ingvar richtig in Erinnerung habe, dann hat er dir nicht gesagt, warum er Brüller entgegengetreten ist, oder? Nee. Nein, er behält die Dinge für sich. Das klingt vertraut. Sagt er mir das jetzt? Ingvar hat in seiner Jugend, in den großen Kriegen, einen Sunder gestellt. Er hat den Kampf gewonnen. Oh, deswegen ist er so krass. Das haben die Magier getan. Und sonst niemand. Er hat bewiesen, dass wir stärker sind. Vielleicht wollte er es wiederholen. Ingvar hat einen Sünder getötet? Wie ist der in Skogr gelandet? Das musst du schon selbst aus ihm rauskriegen, ich weiß es nicht. Er ist verschwunden, als der letzte König versucht hat, ihn zum Kendr zu ernennen. An die mit den ganzen Worten, ey, man weiß ja nichts. Hier wird klar, dass Jörndr in diesem Fall nicht auf den Thron gelangt wäre. Ah. Aber was machst du hier, Rook? Fass dich kurz. Ich biete meine Hilfe beim Einreißen der Brücke an. Diese Brücke muss zerstört werden. Tut mir leid, dass ich deine... Ja. Mann, wenn noch einmal jemand diese Brücke erwähnt,
Sie ändert sich, okay? Wenn du sonst nichts zu sagen hast, dann raus aus meiner verdammten Halle. Was ist so wichtig, ja? Jeder Mensch, den ich je getroffen habe, hält sich für den Göttern ebenbürtig und führt sich auf, als käme es nur auf ihn an. Über 400 Jahre alt und weiß nur, dass ich wenig weiß. Du bist ein Kind, ein Säugling, aber du weißt alles. Hör zu, Mensch, diese Geschichte handelt nicht von dir. Wenn du heute von der Brücke sprengst, würde sich die Welt nicht ändern. Jetzt hilf entweder Farsold, sie zurückzuerobern, oder verlass meine Stadt. Mir ist egal, wie du dich entscheidest. Die Wachen beeilen sich, dich aus der großen Halle zu führen. Du lässt es geschehen. Ganz miese Nummer. Fight on Bridge können wir auch machen. Destroy Bridge. Aber wir können nicht rasten. Fight on Bridge. Können wir das tun? Weiß es nicht. Aber wir können, stimmt, wir können Sachen, Leute da lassen. Wir haben Alette als Fernkämpfer da. Wir, ja, ich versuch's einfach einmal. Auch wenn dadurch noch mehr Leute verletzt werden. Stimmt, wir haben auch, nee, warte mal. Entfernen. Wir haben Egil ja auch noch. Warte mal, der blöde Magier ist auch verletzt. Wegen. Hierhin. Egel haben wir auch noch. Aber die sind alle Level 1, ne? Die sind alle richtig schwach. So, Oddlife ist da. Egel ist auch da. Aber eigentlich brauchen wir auch mehr Ansehen, ne? Boah, jetzt ist die Frage, ob ich Oddlife aufleveln soll oder vielleicht den hier. Aber der hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Stärkeangriff dem Ziel benachbarten, einen Punkt Stärkeschaden durch Schock will er erleiden. Treffer bei großen Zahlen Wahl oder Wütern mehrere Felder beanspruchen können. Auswirkungen auf viel mehr Gegner als Treffer bei kleinen Zielen wie Menschen. Ich kann nur ein Feld beanspruchen. Okay. Das ist gut. Mogu, naja, der macht ja den gleichen Fuck. Der hier kann nicht so viel, ne? Der kann diese blöde Steinmauer machen. Aber das war auch gar nicht so schlecht. 3 Schadenspunkte, ja, aber... Angreifer gibt Verbündeten, die sich selbst ein... und sich selbst einen Rüstungspunkt, solange er neben ihnen steht. Der Bonus bleibt erhalten, bis der Angreifer sich nicht mehr neben den Verbündeten findet. Ah. Der Angreifer gibt Verbündeten und sich selbst einen Rüstungspunkt, solange er neben ihnen steht. Der Angreifer? Meinen die den selber? Mehrere Angreifer nebeneinander stehen, addieren sich die einzelnen... Achso, weil der heißt Angriffsmeister, das heißt ein Angreifer. Okay, ja. Ist so schlecht. Ich versuche das hier. Die wird jetzt aufgewertet. Ja. Aber wir haben keine Punkte mehr. Ne, warte, hier. Macht sie auch ein bisschen mehr Schaden. Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir... Wir kämpfen mal auf der Brücke mit und gucken einfach mal, ob da sich irgendwas tut. Vor allem... Wäre das ja auch gut, wenn wir noch mehr Ansehen kriegen, dass wir noch ein bisschen Essen mitnehmen können, wenn wir hier schon abmarschieren. An der Front warten Reihen von Wahl darauf, dass sie in der Reihe sind, auf der Brücke gegen die Wüter zu kämpfen. Seine endlose Mühle voller Körper und Blut. Faselt begegnet zwischen zwei Befehlen deinem Blick. Hast du dich verlaufen, Mensch? Hilfe anbieten. Na schön, mein Faselt. Ich kann euch auf die Brücke lassen, aber wir haben hier auch haufenweise Verwundete. Wenn ihr mit der Nadel umgehen könnt... Wir kümmern uns um... Oh, das machen wir, ja. Das ist ja gut. Müssen wir gar nicht kämpfen. Du versorgst zahlreichen Wunden Wahl. Ein Tag mit Alette und vielen anderen. Es ist eine harte, blutige Arbeit, aber abends entschuldigst du dich, gehst dich waschen und dir einen Schlafplatz suchen, während der Kampf unvermindert weiter tobt. Vorräte, Mist. Das war ja dämlich. Sind jetzt Leute gesund? Nee, ne? Luke ist nur noch einen Tag verletzt, okay. Doch, ne? Oder? Nee, ich weiß es nicht. Wann sollen wir... Aber das ist doch endlos, oder? Nee, wir müssen noch einmal kämpfen. Um... Ja, durch die Brücke und erstaunt, damit Faselt einen toten Krieger über die Schulter trägt. Wieder da, wundert er sich. Ein Blick auf die Brücke sagt dir, dass er seit gestern Boden verloren hat. Welchen Plan habt ihr, fragst du besorgt. Ich tue nur, was Jorndorm mir sagt, gibt Faselt zurück. Und gerade sind wir damit beschäftigt, die ganzen Wüter auf der Brücke zu töten. Also helft mit oder verpisst euch. Wenn ihr nicht kämpfen wollt, helft mir, die Leichen von der Brücke zu kriegen. Unsere Krieger stolpern schon über sie. Auf der Brücke kämpfen. Ja, wir versuchen es mal. Faselt nickt und reiht dich und die anderen ein. Nicht den Helden spielen, grummelt er. Tötet ein paar und kommt lieber nicht zurück. Das Warten auf die Schlacht hat dich noch nicht mürbe gemacht. Da findest du dich in Auge mit den Wütern in dichter Reihen wieder.
Okay. So, hier ist Schluss. Wir ziehen in der nächsten Folge weiter. In der Banner-Saga.